Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe ein Ü-Paket von der lieben Natascha bekommen. Ich war sehr überrascht, als es hier ankam. Es ist wie gesagt ein Ü-Paket. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe es aufgeschnitten. Ich möchte es mit euch auspacken. Und ich hoffe, das dunkle Licht stört mich. Es gießt in Strömen draußen. Aber ich möchte mir die Laune nicht verderben lassen. Und jetzt reinschauen. So. Da kommt erstmal ganz viel Verpackungsmaterial. Ups. Ganz, ganz viel. Noch mehr. Und noch mehr. Und dann kommt ein Briefchen. Ich brauche meine Brille. Lebe deinen Traum. Ach, guck mal, wie schön. Und mit einem Traumfänger. Das ist ein süßes Kärtchen. Vielen Dank, liebe Natascha. Also sie schreibt mir, dass sie mir aus ihrer Hexenküche den Rest vom Kaffee und Vanilla Bean Buttercream schicken wollte. Den habe ich von ihr nämlich im Tauschpaket erhalten. Und ich fand den Duft toll und mein Freund fand den Duft toll. Und sie wollte mir dafür davon den Rest schicken und hat dann gedacht, nur für den einen Duft lohnt es sich nicht, ein Paket loszuschicken. Und deswegen bekomme ich das hier. Für meine Katzis ist wieder was dabei. Liverwurst. Ach, Leberwurst heißt auf Englisch Liverwurst. Das ist ja lustig. Wieder was gelernt. Dann habe ich schöne Teelichter ohne Duft bekommen, so richtig schön frühlingshaft mit so gelben Schmetterlingen drauf. Dankeschön, sowas mag ich. Ja, Marzipanstick. Mag ich auch und dann ist es auch noch von Niederegger. Eine der besten Marzipanfirmen, finde ich. Und vegane Weingummi, die Glücksherzen von Katja. Werde ich sehr, sehr gerne essen. Dann kommt wieder Verpackungsmaterial. Und dann kommen die Düfte. Und ich habe direkt den Duft erwischt, um den es ging. Nämlich Hygge-Bee Kaffee mit Scentsy Vanilla Bean Buttercream. Und ich weiß, dass ich damals, als ich ihn das erste Mal bekommen habe, gedacht habe, das geht doch niemals gut. Scentsy ist ein Powerhouse, Hygge-Bee weniger. Ich dachte, dass Scentsy den Hygge-Bee platt drückt, war aber gar nicht so. Also es roch 4 Stunden wunderschön nach Kaffee mit einer schönen, vanilligen, für mich nicht buttercremeartigen, sondern eher sahnigen Note. Und ja, nach 4 Stunden wurde der Kaffeeduft schwächer und der Vanilla Bean Buttercream wurde stärker. Der Kaffee war aber immer noch zu riechen, es wurde halt nur cremiger und vanilliger. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen. Jetzt habe ich hier 6 so kleine Sternchen bekommen. Mein Freund wird sich freuen, dass er wieder da ist, denn der fand den auch ganz, ganz toll. Es ist eine unheimlich leckere Kaffeenote. Riecht für mich tatsächlich wie ein Kaffee mit ganz, ganz viel Sahne. Ein bisschen Zucker vielleicht. Ja, und einfach nur gemütlich. Ne? Da freue ich mich. Vielen lieben Dank, Natascha. Ich finde, den hast du echt, echt gut gemischt. Von Hygge-Bee habe ich den Scandalous. Das schreit für mich nach einem Parfümdieb. Na, komm raus. Hier so 2 Stücken. Ich glaube auch, dass es ein Parfümdupe ist. Ich kenne das Original jetzt nicht. Ist für mich ein feminines Parfum. Recht frisch, aber irgendwie auch so eine leicht orientalische Note drin. Also das ist kein orientalischer Duft, sondern da ist irgendwas Schwereres drin, obwohl der Duft im Ganzen nicht schwer riecht. Ja, ich glaube, den mag ich, zumindest als Raumduft. Ob ich ihn als Parfum haben wollen würde, das weiß ich nicht. Aber als Raumduft mag ich ihn. Hygge-Bee Scandalous. Candle Warmers Warm Vanilla.
Das sagt mir nichts. Ich glaube, den hatte ich noch nie. Ich habe zwei Stücke bekommen aus dem Clamshell. Ja, es ist eine Vanillenote. Die ist aber nicht foodie. Die ist aber auch nicht parfümig. Das ist interessant. Sie ist süß und auch cremig. Geht für mich ganz ehrlich mehr so in die Richtung wie Warm Vanilla Sugar von Bath & Body Works, nur nicht parfümig. Also den Warm Vanilla Sugar empfinde ich als parfümig. Vielleicht wird er noch parfümig im warmen Zustand. Aber so in diese Richtung geht er für mich. Klingt spannend. Mag ich. Werde ich sehr, sehr gerne verdüfteln. Candle Warmers Warm Vanilla. Duftkonfetti Custom. Ach, wie schön, du hast auch bei den Customs zugeschlagen. Apricot und Crush Mint. Da bin ich sehr gespannt. Beide Öle kenne ich nicht von der lieben Easy. Hier so Donuts, drei Stück. Crushed Mint nimmt man sofort wahr. Das ist die dominante Duftkomponente. Apricot als Duft nehme ich jetzt so nicht wahr. Aber man merkt, dass die Minze ein wenig cremig ist. Das könnte tatsächlich durch die Aprikose kommen. Aber so den klassischen Fruchtduft der Aprikose nehme ich jetzt so kalt erstmal nicht wahr. Es riecht tatsächlich wie eine cremige Minze. Mag ich aber. Werde ich sehr gerne testen. Ist, glaube ich, ein wunderschöner Küchenduft. Aus ihrer Hexenküche Orange No Name und Yankee Candle White Linen and Lace. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob ein No-Name-Duft mit Yankee Candle mithalten kann. Da habe ich ganz, ganz viele Mails bekommen. Schaut mal. Sieht dann so aus. Ich nehme die Orangennote kaum wahr. Den White Linen and Lace von der Home Inspiration Reihe nehme ich wahr, aber abgemildert. Das ist halt ein schöner Wäscheduft, ne? Ich muss mal schauen, ob warm die Orange durchkommt. Im Kaltzustand rieche ich sie jetzt nicht. Da rieche ich nur die leicht abgeschwächte Form vom White Linen and Lace. Na, bist du wieder da rein? Ja, werde ich testen. Von Hügeby, The Princess Pearl. Habe ich gleich drei Stücke bekommen. Alles so aus dem Herz-Nugget-Clamshell. Der ist süß, fruchtig, zartfruchtig. Pfirsich, Aprikose vielleicht? Und dann wirklich so eine Süße darüber, also nicht so quietschig, knatschig süß, das nicht, sondern so eine angenehme Süße. Und wie gesagt, gleich fruchtig. Das könnte wirklich so was Pfirsich-Aprikosenhaftes sein. Ich habe keine Ahnung. Riecht für mich jetzt aber erstmal nicht unangenehm. Werde ich im Sommer, wenn für mich die Fruchtzeit kommt, sicherlich sehr gerne austesten. Duftkonfetti Custom, Summer Holidays und Pina Colada. Und diese Farbe, das ist Neongelb. Easy! Die sind ja Neongelb. Das ist ja mal krass. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt. Das ist wirklich Neongelb. Summer Holidays und Pina Colada. Pina Colada riecht man sofort raus. Hier ist eine typische Ananas-Kokosnote. Ich weiß nicht, was Summer Holidays ist.
die Pina Colada Note ist nicht mega stark. Ihr merkt schon, es ist gemischt, da ist noch was. Könnte was Aquatisches sein, ich weiß es nicht. Es ist unglaublich schwer zu sagen. Aber durch diese Pina Colada Note ist es auf jeden Fall für mich auch ein Sommerduft. Werde ich auch sehr, sehr gerne ausprobieren. Zumal ich sehr gespannt bin, ob da warm Summer Holidays durchkommt und ob ich dann errate, was da vielleicht alles drinnen ist. Duftkonfetti Kaste, Coconut Milk Lavender mit Vanilla Birch. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne beide Öle. Ich glaube, das könnte gehen. Da habe ich wieder hier so 3 Donuts. Ja. Coconut Milk Lavender ist definitiv der dominante Duft. Allerdings ist er ein wenig cremiger und ein wenig süßer als sonst. Ich denke durch Vanilla Birch. Vanilla Birch ist ja sehr vanillig und nur minimal holzig. Also für mich ist Vanilla Birch, egal von welcher Gießerin, immer so 85% Vanille und 15% Hölzerduft. Also so viel, viel Vanille. Und hier habe ich das Gefühl beim Coconut Milk Lavender, dass nochmal ordentlich ein Schuss Vanille drauf kam. Ja, mag ich. Lavendel geht sowieso immer. Werde ich sehr, sehr gerne testen. Sehr, sehr gerne sogar. Dann habe ich Candle Warmers First Frost. Ich weiß, dass ich den schon einmal hatte. Das ist aber schon eine ganze Zeit her. Bestimmt schon 2-3 Jahre. Habe ich 2 Stücke. Und das ist so ein frischer, minziger Duft. Ich kann mich leider überhaupt nicht dran erinnern. Ich weiß, dass ich ihn schon hatte, aber ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, wie der warm war. Ich habe den weder positiv noch negativ gespeichert. Deswegen vermute ich, dass das so ein Duft war. Ja, kann man machen. Ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall ist Minze hier mit drin. Frisch, minzig. Werde ich mir für den nächsten Winter aufheben. So, wieder da rein. Candle Warmers First Frost. Duftkonfetti-Kaste Black Cherry mit Vanilla Bean Noel. Das könnte eine interessante Mischung sein. Auch hier wieder 3 Melts. Ja, ich glaube, der ist gut. Black Cherry muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und Vanilla Bean Noel ist sowas sanft, vanilliges, minimal parfümiges. Nicht so krass parfümig wie Warm Vanilla Sugar zum Beispiel, sondern nur so ein Müh parfümig empfinde ich den. Ist vor allem ein richtig toller Vanilleduft. Black Cherry ist trotzdem die dominante Note. Ihr könnt das jetzt nicht vergleichen mit einer Sherry-Vanille-Mischung, wie ihr sie, ich sag jetzt mal gerne, an jeder Straßenecke bekommt. Der riecht schon anders. Besser. Black Cherry ist ganz klar vorne. Und im Hintergrund kommt dieses leicht vanillig-süße und minimal parfümige. Gefällt mir. Ist für mich ein Sommerduft, weil es eben wieder ein Fruchtduft ist. Ja. Und dann haben wir noch 2. Von Hügeby Dark Opium. Na, dann lege ich mal dahin. Zwei Stücke aus dem Clamshell. Ich würde sagen, das ist ein Black Opium Dupe von Yves Saint Laurent. Nur recht mild.
Also der geht dann so in die Richtung wie von Yankee Candle, A Calm and Quiet Place. Nur nicht so heftig stark, sondern ein wenig milder, sanfter. Gefällt mir aber. Solche Düfte habe ich tatsächlich gerne im Badezimmer. Dann denken zwar Gäste, wenn sie reinkommen, gerne mal, dass man im Parfüm gebadet hätte, aber ist okay. Ich mag das. Und der letzte Duft ist noch einmal Duftkonfetti Custom, Rosemary Mint und Just Relax. Da bin ich sehr gespannt. Ich kenne beide Öle. Just Relax habe ich mir ja jetzt auch als Custom, aber als Einzelduft gießen lassen. Und Just Relax war kalt für mich, ein sehr schöner, frischer, entspannender Duft. Im warmen Zustand hatte der für mich tatsächlich einen sehr angenehmen, erholsamen Badeschaumcharakter. Ja, und jetzt mit Rosemary Mint. Ich bin sehr gespannt. Wieder drei Mädels. Das ist irre. Okay, ich rieche Rosemary Mint tatsächlich raus. Ich denke, den muss ich nicht erklären. Ihr wisst alle, wie Rosemary Mint riecht. Der von Easy riecht da nicht anders als jeder andere auch. Eine schöne, krautige Minze mit Rosmarin. Eigentlich ein schöner, frischer Küchenduft. Jetzt kommt aber Just Relax dazu, der für mich, wie gesagt, so den Badezimmercharakter hat, weil es für mich wirklich wie ein Schaumbad riecht. Nicht so verspielt wie Easy's Blubberbad, das ist eher ein Kinderschaumbad. Und Just Relax ist eher so das Erwachsenenschaumbad. Und auch hier habe ich jetzt direkt die Schaumbad-Assoziation. Aber gepaart mit Rosemary Mint. Das ist spannend. Ich lasse mich gerne überraschen, wie der warm sein wird. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, in welchem Raum ich ihn anmachen soll. Rosemary Mint ist für mich, wie gesagt, ein Küchenduft. Just Relax ist eher so der Badezimmerduft. Ja, ich lasse mich da sehr, sehr gerne überraschen. Und das war mein kleines Ü-Paket von der lieben Natascha. Vielen Dank, liebe Natascha. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ich freue mich aber vor allem über den Kaffeeduft. Da wird sich auch mein Freund gleich freuen. Ja, und es hat geklappt. Entschuldigt bitte, das war der Hausmeister, der den Schlüssel vergessen hatte und in den Hausflur wollte. Ja, wo war ich stehen geblieben? Liebe Natascha, ich freue mich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, mir beim Auspacken zuzuschauen. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu den Düften unten in die Kommentare. Darüber freue ich mich immer sehr. Und dann sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.